Schauen wir uns das jetzt mal bezüglich des Motivationsproblems an. Der Hamster soll in der Landschaft zwei Körner einsammeln. Dann habe ich jetzt zwei Prozeduren. Einmal meine Main-Prozedur und ich definiere eine Prozedur rechts oben. Void, rechts oben, Klammer auf, Klammer zu, geschweifte Klammer auf, geschweifte Klammer zu. Und hier zwischen steht eine Anweisungssequenz. Hier ist der Bezeichner. Der Bezeichner ist rechts um. Das ist der neue Befehl. Und dem Prozedurrumpf gebe ich an, was passiert oder was passieren soll, wenn jemand diesen Befehl aufruft. Dann soll nämlich genau der Hamster dreimal links um ausführen. Diese Definition kann vor oder hinter der Main-Prozedur erfolgen. Diesen neuen Befehl kann ich jetzt überall dort aufrufen, wo ich auch die Grundbefehle aufrufen kann. Insbesondere jetzt an dieser Stelle. Hier steht jetzt vor, vornehmen, rechts um, vor, rechts um, vor, vornehmen. Was passiert jetzt, wenn ich dieses Programm ausführe? Zunächst hüpft der Hamster vor und nimmt das Korn. Anschließend erfolgt jetzt ein Aufruf der Prozedur rechts um. Das bewirkt aber letztendlich, dass die Anweisungen des Prozedurrumpfes der entsprechend definierten Prozedur ausgeführt werden. Das heißt, der Hamster dreht sich links um, links um, links um. Damit ist die Prozedur abgearbeitet und die Ausführung geht an die Stelle zurück, wo dieser Befehl rechts um, wo diese Prozedur rechts um aufgerufen wurde. Der Hamster führt zweimal wiederum den Vorbefehl auf, ruft dann wieder rechts um als Prozedur auf. Das heißt, dreht sich dreimal links um. Die Prozedur ist abgearbeitet. Der Hamster kehrt an diese Stelle zurück. Es wird aufgerufen vor, vornehmen und das Programm ist beendet. Schauen wir uns das mal im Hamster-Simulator an. Ich habe das hier mal vorbereitet. Der Hamster steht hier in seinem Territorium und hier ist das Programm, was ich bereits kompiliert habe. Wir stellen die Geschwindigkeit mal ein bisschen zurück und lassen den Hamster entsprechend arbeiten. Der Hamster hat genau das getan, was er sollte. Und wir sehen hier, welche Befehle er letztendlich ausgeführt hat. Vornehmen, dann verzweigt er in die Prozedur rechts um, führt also dreimal den Linksum-Befehl aus, kehrt dann an die Stelle zurück, wo die Prozedur aufgerufen wurde, ruft wiederum zweimal vor auf, ruft wiederum den Befehl, also die neue Prozedur rechts um auf, links um, links um, links um. Nach Abarbeitung verzweigt er wieder dahin, wo die Prozedur aufgerufen wurde und es wird anschließend nochmal aufgerufen vor, vornehmen. Was man jetzt mit dem Hamster-Simulator sehr schön machen kann, ist ein sogenanntes Debuggen. Dazu aktiviere ich mal den sogenannten Debugger und kann jetzt an dieser Stelle das Programm, ich muss es hier zurücksetzen, ist schon gemacht, starten und stoppe es mal. In diesem Debugger sehe ich jetzt, der Hamster, ich verschiebe das mal gerade, soll als nächstes den Befehl vorausführen. Was ich jetzt machen kann mit einem Debugger ist, ich kann schrittweise mein Programm ausführen. Wenn ich diesen Knopf hier anklicke, wird die Prozedur ausgeführt. Vor ist ja ein Befehl, das heißt, der Hamster hüpft vor und ich sehe jetzt hier in der blauen Unterlegung, ich befinde mich jetzt beim zweiten Befehl. Ich mache vor, nehmen und jetzt ist die Programmausführung bei dieser Prozedur rechts oben. Jetzt kann ich mit diesem Knopf hier mich in die Prozedur hineinbewegen. Der Cursor springt hier unten hin und ich kann jetzt wiederum die einzelnen
Befehle innerhalb des Prozedurrumpfes ausführen. Linksum, linksum, linksum. Damit ist die Prozedur abgearbeitet. Und ich kehre an die Stelle zurück, von wo sie aufgerufen wurde. Jetzt läuft der Hamster zwei Felder nach vorne. Es wird wieder rechtsum aufgerufen. Das heißt, hier wird aufgerufen linksum, linksum, linksum. Und es wird wieder zurückgekehrt an die Stelle des Aufrufs der Prozedur. Dann erfolgt ein Vor, Vor und ein Nimm. Das ist im Prinzip eine Arbeitsweise mit einem Debugger. Und ich habe hier gezeigt, wie man einen Debugger nutzen kann, um ein Programm Zeile für Zeile auszuführen. Hiermit kann ich einen Debugger aktivieren und deaktivieren. Manchmal ist es ja nicht notwendig, zeilenweise Programme auszuführen.